Update. Extreme Hochwasserlage. Erneuter Nowcast mit Messwerten und den neuen 12er Rechenläufen. Und damit einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen an die neuen Abonnenten. Ja, was kommt da noch? Anbei ein neuer Nowcast zur Hochwasserlage im Berchtesgadener Land, Südostpolen, Tschechien und vor allem in Nieder- und Oberösterreich. In den angesprochenen Hotspots sind durch die extremen Niederschläge des 5B-Tiefs bereits flächig über 200, regional sogar über 300 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter zusammengekommen. Es gibt bereits jetzt schon Meldungen von Überflutungen und Schäden. In den Alpen ist weiterhin mit Lawinen, Murenabgängen, massivem Schneebruch und abgeschnittenen Ortschaften zu rechnen. Weiterhin ist auch auf Stromausfälle Acht zu geben bzw. sich darauf einzustellen. Wir schauen jetzt auf die neuesten Berechnungen, auf die Radare und natürlich auch auf die Messwerte. Die wollen wir auch machen. Wir steigen ein, wie gewohnt, Freunde, mit dem aktuellen Blick auf das Satellitenbild und können auch schon die Nacht von Osten hereinbrechen sehen. Und wir sehen ja aber auch sehr gut, wie dieses Tiefdruckgebiet sich hier wunderbar an Ort und Stelle eindreht und eben immer wieder nach wie vor diese feuchte Luftmasse auf die bodennahe Kaltluft jetzt hier aufgleiten gelassen wird. Und gerade eben nachher in diesen Gebieten ist eben hier die größte Hochwassergefahr nachher gegeben, beziehungsweise es besteht ja auch schon Hochwasser. Die Gefahr, die ist da. Ne? Die Frage ist nur, was wird am Ende passieren. Man hofft natürlich das Allerbeste. Aber wie auch immer, Freunde, der Tatsache ins Auge geblickt und dementsprechend auch weiter im Text hier mit dem neuesten Apersch-Modell, was im Prinzip das 5B-Tief hier auch sehr gut abbildet, mit dem Hochdruckgebiet hier über dem Ärmelkanal, und gerade dazwischen, man sieht es auch sehr gut, Freunde, der Druckgradient steigt, die Isobaren nehmen zu und dementsprechend kommt jetzt auch noch weiterer Sturm hinzu. Heute bei uns auch hier in Sachsen sehr stürmisch gewesen, teilweise kam sogar die Sonne ein kleines bisschen durch, aber trotzdem richtig starker Wind und dieser starke Wind wird eben auch in diesen Bereichen jetzt noch aufkommen, wo eben nachher schon sehr, sehr viel Regen gefallen ist nachher und eben die Böden ordentlich aufgeweicht hat. Oben rechts, Freunde, ich hatte es bereits schon in den anderen Videos erwähnt, ich erwähne es halt trotzdem immer wieder nochmal, das ist jetzt die Timeline, in der wir uns aktuell mit diesem Rechenlauf befinden. 13 UTC bedeutet im Prinzip 15 Uhr, das ist schon vergangen. Ja, das ist eben dann so. Das muss man im Prinzip jetzt bis zu dem aktuellen Zeitpunkt eben schon mal wegrechnen. Quasi 18 UTC, das wäre im Prinzip für 20 Uhr. Und da kann man eben jetzt hier erkennen, wo sich das 5B-Tief befindet und was es eben weitermacht. Ja, verfolgt oben rechts die Timeline, wie gesagt. Ne? Dann kann man erkennen, dass eben dieser Druckgradient eben gerade Richtung Tschechien, Österreich und eben auch Südpolen ordentlich zunehmen wird, weil dieses, man muss sich das vorstellen, das ist wie so eine Tiefdruckschüssel und hier sind überall, wie soll man sagen, kleine Tiefdruckgebiete, sagen wir es mal so. Ne? Und in dieser Schüssel wird eben nachher immer wieder das eine oder andere kleinräumige Tiefdruckgebiet nachher die Regie übernehmen. Das sehen wir hier sehr gut, denn wir sehen das jetzt auch hier, dass das Ding jetzt eben weiter nach Tschechien zieht und dann eben Richtung Kroatien abdriftet und dann, Freunde, nochmal einen Anlauf nimmt. Und dementsprechend dann sogar nochmal Richtung Montag stärkere Niederschläge sogar auch in den Osten von Deutschland schickt. Also wie gesagt, Freunde, wir können hier vom Glück reden. Ich rede es mal ganz kurz für Sachsen, dass wir heute diese Regenpause hatten. Denn es kommen tatsächlich nochmal Richtung Sonntagnachmittag nochmal von Osten her Niederschläge rein. Ja, die werden sich dann weiterhin abschwächen im Laufe des Tages, beziehungsweise in die Nacht zum Montag Richtung Deutschland rein. Dann kommt aber, seht ihr das über Polen hier, dann kommt wieder ein Schwall rein, der sich wieder verstärkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, ich möchte jetzt diesbezüglich die ganze Geschichte relativ sensibel anfassen, aber das, was jetzt berechnet werden würde für Sachsen oder so, kann auch deutlich nach oben korrigiert werden noch. Weil eben die Anströmung von der Staulage her auch von den Modellen nicht so gut erfasst wird. Und da kommen eben dann diese mesoskaligen Ereignisse hinzu. Ja, Freunde, aber auch, wie gesagt, die anderen Gebiete, Österreich, Tschechien, das wird hier durchschütten. Schaut mal, schaut mal diesen Bereich hier nördlich von Österreich an. Wie das jetzt hier punktuell die ganze Zeit durch
schüttet. Die gibt es mal eine ganz kurze Pause und dann kommt eben schon wieder Regen rein am Montag. Man muss auch dazu sagen, die Modelle gehen hier noch ein kleines bisschen auseinander, aber es ist dann eben so, dass ja, modellübergreifend dann Richtung Dienstag, Mittwoch die ganze Sache überstanden ist. Wir schauen noch mal ganz kurz rein in Bezug jetzt auf die Umlagerungen, in Bezug auf das Arome-Modell nochmal, damit man das besser sieht. Man kann jetzt hier erkennen, gerade die Regionen, ja, also wie gesagt nochmal, Freunde, Wien bis rüber nach Linz, ja, teilweise jetzt auch noch Berchtesgaden. Man sieht auch hier die lilanen Färbungen, alles Schnee. Dann eben auch hier das Adlergebirge, die ganzen Sudeten im Prinzip. Auch jetzt hier das Riesengebirge die ganze Zeit drinne gewesen. Wie gesagt, Freunde, Sachsen hatte unheimliches Glück, ja, mit dieser Wetterlage. Das Ganze, wie gesagt, in der kommenden Nacht wird sogar jetzt Richtung Prag sehr wahrscheinlich abtrocknen, weil die ganze Geschichte ein kleines bisschen weiter nach Osten gerät. Durch diese Tiefdruckverschärfung oder diese Zyklogenese, die da eingerührt wird, gerade Richtung Osttschechien nachher, ja, kommt die ganze Geschichte mit Schwung aber dann so ein kleines bisschen wieder nach Osten rein und da kann es eben dann oder wird es eben dann auch stärkere Regenfälle am morgigen Sonntag nachher geben. Wir schauen dann gleich nochmal auf die Regensummen, was da in Sachsen und in Ostdeutschland vor allen Dingen auch zu erwarten ist und vor allen Dingen natürlich, was auch in den anderen Bereichen noch dazukommt, Freunde. Und auch nochmal rein gezoomt jetzt hier, ich hatte es bereits erwähnt, aus Polen wird dann in der Nacht zum Montag, ja, weiterer starker Regen erwartet, der eben dann auch Richtung Ostdeutschland nochmal zieht, beziehungsweise auch Richtung Sachsen vor allen Dingen und dann auch nochmal diesen Staueffekt auslöst. Das sieht man jetzt hier, dieses Schleifen, diese Schlieren vor allen Dingen hier, ne? Und auch hier diese, ups, das war jetzt kein guter Fall, wenn man mal weiß. Hier, ja, diese Schlieren, dass sich das noch sehr lange, noch länger hält. Ne? Wir gehen noch mal ganz kurz durch. Ja, dieses Liegenbleiben, dieser, also das ist wirklich, naja, das ist Wahnsinn. Die Feuchtigkeit, das ist, die Luft ist eben so feucht, ne? Und umso tiefer diese Feuchtigkeit eben dann auch an den Bergen hängen bleibt, man muss einfach mal mit einem Messer durch eine Butter streichen, so leicht, und das ist eben so umgekehrt dieser Staueffekt. Die Butter, die streicht eben im Prinzip über das Messer drüber. Und das, so kann man sich das mal so ein kleines bisschen vorstellen. Ja, also Freunde, das ist eben so in den exponierten Lagen, die Staueffekte, das ist Wahnsinn. Ja, man kann auch gut erkennen, Freunde, dass sich das aktuelle 5B-Tief jetzt, wie gesagt, mit der Analyse hier ein kleines bisschen weiter nach Osten verschiebt. Aber man erkennt auch, dass eben gerade bereits Tschechien hier, ich hatte es erwähnt, der Druckgradient eben auch steigt und dementsprechend oder sich verschärft. Und gerade auch Richtung Nordösterreich hier, das ist richtiger Sturm, der da herrscht. Das ist echter Wahnsinn hier. Und ja, wie gesagt, umgestürzte Bäume können alles mit von der Partie sein. Die Böden sind so aufgeweicht, die wippt es einfach um. Ne? Das ist dann einfach so. Oder vor allen Dingen auch, gegebenenfalls auch in höheren Lagen, Schneebruch, Leiterseilschwingungen, ich hatte es bereits angesprochen, und eben dann auch das Umkippen der Bäume durch diese extreme Schneelast nachher. Also wie gesagt, Freunde, gestern alles schon bereits angesprochen. Ein Blick auf das aktuelle Radarbild, man kann das hier sehr gut erkennen. Von Polen kommen jetzt eben, wie gesagt, immer wieder Niederschläge Richtung Riesengebirge, tangieren sogar den Landkreis Görlitz hier teilweise. Also ihr seht, wie haarscharf das eben ist. Die ganze Geschichte, ein paar Kilometer jetzt noch weiter Richtung Westen und dann wäre im Prinzip auch das Erzgebirge schon wieder drin und hier auch das Fichtelgebirge, beziehungsweise eben dann, ja, der Bayerische Wald ist ja schon drin, ne? Aber wird sich im Prinzip in den kommenden Stunden auch abschwächen. Das werden wir gleich nochmal schauen. Wenn wir jetzt weiter Richtung Süden gehen, Freunde, kann man im Prinzip die, ja, die schärfste Staulage hier erkennen. Das wäre zum einen gerade jetzt hier noch der Bereich Berchtesgaden und eben dann auch hier dieser Bereich zwischen Wien, St. Pölten, die ganze Region. Hier wird von Norden her die ganze Zeit volle Röhre Niederschlag reinkommen. Gut, das Ganze, wie gesagt, ich hatte es bereits erwähnt, wird sich dann in den kommenden Stunden weiter nach Osten erstmal verlagern, um dann am Sonntag wieder Richtung Westen zu geraten nachher. Aber Freunde, ja, sehr, sehr krass. Und man muss aber auch sagen, gerade im Süden, man sieht das jetzt sehr gut, Süden von Deutschland, die Stauniederschläge lassen auch weiterhin nach. Und das ist die sehr gute Nachricht. Und diese ganze Geschichte sollte sich auch in den kommenden Stunden mehr und mehr Richtung Österreich zurückziehen. Ja, was natürlich aus Sicht der Österreicher eben nicht gut ist. Wir schauen jetzt mal auf die aktuellen Messungen, Freunde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Werte habe ich so in unseren Breiten
tatsächlich noch nicht gesehen, muss ich tatsächlich sagen. Ne? Wir schauen mal ganz kurz nochmal nach Sachsen, denn da, wenn man das mal reflektiert, denn da sind auch ordentliche Regensummen zustande gekommen. Wir sind zum Beispiel hier in Bärenfels, ja, schaut mal, zu diesem Event 130 Liter auf den Quadratmeter mit Gästen sind hier zusammengekommen. Extreme, oder also, was heißt extreme? Ordentliche in Bezug auf die berechneten Höhen, ja, Niederschlagssummen, ordentliche Regensummen, bin ich ganz aus dem Kontext. Auch hier, ja, Altenberg, die Region, 120 Liter auf den Quadratmeter. Also das hat hier ordentlich geprasselt. Ja, das muss man tatsächlich sagen. Und das ist auch der Bereich in Sachsen, der hier am stärksten sozusagen betroffen wurde. Und das sind eben diese typischen Bereiche jetzt hier im Osterzgebirge, wo eben nachher die Staueffekte dann eben am größten sind bei diesen Anströmungen. Weiter im Text, Freunde. Südlich von Jelenia Gora, ich hatte es bereits schon erwähnt, ja, guckt mal, hier ist eine Station, 176 Liter auf den Quadratmeter, Freunde. Guckt euch das mal an, in diesem Event 340 Liter auf den Quadratmeter bis jetzt und am heutigen Tag 176 Liter. Und da kommt noch was, das ist abartig. Ich könnte mir vorstellen, dass hier teilweise bis an die 500 Liter auf den Quadratmeter fallen, wenn das Ding durch ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Wirklich, das ist Wahnsinn. Okay, wir schauen weiter. Mal Richtung Adlergebirge auch nochmal rein für die Einschätzung oder für die Einordnung dieser extremen Regensummen, die hier fallen. Ne? Schaut mal, hier gibt es einen Ort. Tagesniederschläge. Ne? 200 sehe ich hier. 206 Liter auf den Quadratmeter am Tag. In diesem ganzen Event wurden hier 363 Liter auf den Quadratmeter gemessen bis heute. Und dieses Event hat gerade Halbzeit. Das ist unglaublich, Freunde. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich möchte mir nicht vorstellen, was dort abgeht. Mich wundert es, dass die Station überhaupt noch senden, dass hier kein Stromausfall herrscht oder irgendwas. Das ist der Wahnsinn. Dass es keine Messfehler sind, sieht man im Prinzip hier auch, weil die anderen Stationen hier auch zu viel drin haben. Das ist der absolute, das ist der nackte Überwahnsinn. Das ist wirklich unheimlich. Ja, und das sind eben die Staulagen. Aber auch Freunde hier Richtung Österreich, schaut mal. Das ist auch sehr, sehr extrem hier. Ne? Schauen wir mal hier Richtung, was haben wir denn hier? Richtung Wien hier zum Beispiel. Ne? Was müssen wir ganz kurz reingucken hier? Ja, was haben wir hier zum Beispiel? Ja, 112 Liter auf dem Quadratmeter. Und hier sind auch schon, dort ist es eben alles flächiger. Diese punktuellen Staueffekte im Adlergebirge zum Beispiel, das ist eher ein bisschen punktueller eben, weil die eben oder volles Rohr eben nachher die Berge wie die Spitzen eben dann rausragen. Aber hier flächig, wie gesagt, man kann jetzt hier jede Station teilweise durchklicken, dass hier flächig schon über 200 Liter auf den Quadratmeter gefallen sind. Hier 193 Liter zum Beispiel. Auch heute 100 Liter auf den Quadratmeter. Und diese Staulage, die stellt sich ja weiterhin oder bleibt weiterhin bestehen, Freunde. Ne? Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und was ich eben auch noch sagen muss, Leute, ja, also gerade hier so Richtung Berchtesgaden, hier Bad Reichenhall, ja, ihr erinnert euch damals diese große Schneekatastrophe, wo die Sporthalle eingestürzt ist. Am heutigen Tage 133 Liter auf den Quadratmeter, Freunde. Und zum Event, also in Bezug auf die ganze Wetterlage jetzt hier, auch 240 Liter auf den Quadratmeter. Mein lieber Herr Gesangsverein, Freunde. Ich hoffe, dass alles gut geht, aber bei diesen Mengen, ich hatte es bereits schon erwähnt, ich habe da arge Bedenken, dass es eben, ja, wie gesagt, diese ganzen Meldungen, die werden jetzt alle erst durchdrücken. Ja, die Leute haben gerade anderes zu tun. Auch die Journalisten, die kommen nicht ran und wie auch immer, behindern dort die Einsatzkräfte vielleicht auch noch oder so. Ja, das wird jetzt alles in den kommenden Tagen aufploppen. Und ich habe auch schon gehört, dass einige Todesopfer gegeben haben soll, dass es Evakuierungen gerade Richtung Österreich gibt und eben nachher, ja, auch schon in Tschechien Boote unterwegs sind, um die Leute zu evakuieren. Ja, Freunde, wie gesagt, es war angekündigt und wer hier irgendwas von Panikmache erzählt oder irgendwas, dem muss ich ganz ehrlich sagen, ich lasse jeglichen Kommentar nachher. Ja, in Bezug auf das neueste Icon D2-Modell, ne, mit dem, was haben wir denn hier? Das ist der
der 12er Rechenlauf, ja, Freunde, der 12er Rechenlauf, nehmen wir mal den neuesten Rechenlauf, den 15er. So, und da können wir jetzt im Prinzip Folgendes erkennen. Im Osten wird es eben dann mit diesem Tiefdruckgebiet weiterhin regnen, beziehungsweise also quasi im Osten in Bezug auf das Riesengebirge und eben dann auch Richtung Österreich. Die Niederschläge werden gerade hier rund um Wien weiterhin andauern. Auch in diesen Bereichen, wo hier schon über 360 Liter punktuell gefallen sind, wird es andauern. Und dann kommt dieser Schwung zurück, ja, und wird eben dann Richtung Sonntagmittag die Oder-Neiße überschreiten, quasi von Polen her, und dann auch in das Zittauer Gebirge gehen. Und da wird es teilweise ordentlich schütten, Freunde. Wir haben hier Regenraten dabei, teilweise 7, 8, 9 Liter auf den Quadratmeter. Aber, Freunde, es zieht eben nachher auch weiter. Eine Entspannung wird hier tatsächlich so ein kleines bisschen Richtung Nieder- und Oberösterreich gelegt, ja, weil es eben weiterzieht. Und auch hier diese Bereiche Tschechien nachher. So, wenn man das jetzt ein bisschen weiterspinnt, kann man auch erkennen, dass Richtung Sachsen weitere Niederschläge erfolgen werden. Und dann geht es eben nach einer kurzen Pause von, ja, in der Nacht von Sonntag auf Montag eben wieder los, dass wieder erneute Niederschläge eben Richtung Tschechien reinziehen und eben auch Richtung Sachsen, muss man tatsächlich sagen hier, ne? Wie gesagt, es kommt wieder so schubweise. Und das sind eben diese Ungenauigkeiten, die man gestern noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil dieses Tiefdruckgebiet sich eben wie ein Fettauge auf der Linsensuppe verhält und nicht genau berechnet werden kann, wie viel feuchte Luft nun nochmal herumgeholt wird oder wie eben diese kleinen Tiefdruckkerne in dieser Schüssel nachher agieren, interagieren miteinander und dann eben solche Geschichten dann die Modelle jetzt in der Kurzfrist eben drauf haben. Also Leute, wie gesagt, schaut mal, bis zum Ende des Berechnungszeitraumes, Montag 15 Uhr, weitere Stauniederschläge jetzt hier. Ja, also es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar, solche Karten. Da weiß man nicht, was man sagen soll. Jetzt nehmen wir nochmal hier den neuesten Icon D2-Lauf natürlich auch auf die akkumulierten Niederschlagssummen. Ja, Freunde, also was soll ich dazu sagen? Man muss natürlich jetzt mit dem 15er Rechenlauf ab 17 Uhr, also von 17 Uhr die Niederschläge bis jetzt, die wir gerade eben gesehen haben in der Messung, abziehen. Dennoch, es werden hier vom Icon D2-Modell, vom Regionalmodell der Deutschen, werden hier im Nordstau rund um Wien nochmals über 200 Liter auf den Quadratmeter berechnet. Auch hier in diesen Regionen nochmal teils bis an die 170, 180 Liter auf den Quadratmeter. Und wie gesagt, Freunde, da sind schon 360 gefallen. Nehmen wir mal, also gehen wir mal davon aus, das sind Messungsfehler. Gehen wir mal von 300 Litern aus. Da kommen wir trotzdem nochmal, wenn wir positiv denken, über 150 Liter dazu. Auch wenn jetzt hier am Peak vielleicht 200 drin sind. Das sind wir ja fast bei 500 Liter auf dem Quadratmeter. Habe ich so noch nie erlebt. Ja, ich mache diese Wettergeschichten schon sehr lange. Ja, ich beobachte die Modelle schon sehr lange. Und so eine lang andauernde Unwetterlage, das habe ich, kann ich mich nicht erinnern. Also extrem, wirklich extrem. Und gerade auch Richtung Niederoberösterreich hier. Ja. Mein lieber Schwan, also wie gesagt, Freunde, mehr als neue Informationen kann ich euch eben auch nicht geben. Ja. Auch Richtung Sachsen nochmal hier. Ja. Punktuell, ja, mit Sicherheit nochmal 50 Liter auf dem Quadratmeter. Ich würde auch nicht ausschließen wollen, dass hier gerade im Stau nachher auch nochmal hier so um die 60, 70, 80 Liter auf dem Quadratmeter zusammenkommen. Aber das meiste, Freunde, kommt eben wirklich in diesen Bereichen nochmal zusammen mit teilweise über 100, 150 Liter auf dem Quadratmeter. Und eben dann nachher hier in diesen Bereichen, also hier ist absolute oberste Vorsicht geboten, ne? Mit Österreich, ja, also das ist Wahnsinn. Und Freunde, was auch noch dazu kommt, ja, nicht, dass wir was vergessen, die Schneefallgrenze steigt. Die Schneefallgrenze steigt, die weißen Bereiche gehen weg. Na, man sieht das hier sehr gut. Es kommt aus Nordosten wärmere Luft rein und dementsprechend wird auch dieser ganze gebundene Niederschlag, wird dann Tauwetter erfahren. Und dann passieren Lawinen, Muren und die bereits so schon großen Abflussmengen, gerade nördlich der Alpen, die werden eben nochmal aus den Alpen heraus dann unheimliche Abflussmengen bekommen. Das ist wirklich der absolute Oberknaller. Also, wie gesagt, Freunde, das wird noch sehr interessant. Was heißt sehr interessant? Das wird wahrscheinlich, mancherorts wird es wahrscheinlich auch historisch werden, bin ich ganz fest davon überzeugt. Man hofft es natürlich nicht, aber naja.
In Bezug jetzt auf den Wind nochmal, Freunde. Der Windhöhepunkt wird sehr wahrscheinlich in der kommenden Nacht jetzt sein. Schaut mal, Richtung, ja, Richtung Niederoberösterreich. Ja gut, ja, Richtung Wien, die Gegend, ne? Der enge Druckgradient, die werden teilweise 100, 110 Kilometer pro Stunde berechnet. Auch hier in diesen Bereichen, ne? Also hier ist richtig satt Sturm am Werke. Mit den aufgeweichten Böden, da kann es sehr, sehr viel umschmeißen an Bäumen nachher, ne? Und wie gesagt, auch der Sturm jetzt hier in den Alpen, die Schwingungen, die Lasten, die auf den Bäumen eben liegen, die geraten natürlich dann dort auch in Bredouille. So, Freunde, wir wollen noch mal ganz kurz auf die 12er Rechenläufe schauen. Muss aber, es muss aber dazu gesagt werden, na nu, wo ist denn jetzt hier? Also, man muss aber dazu sagen, dass eben diese ganze Geschichte jetzt hier, ja, dass die eben nachher, wie soll man das ausdrücken? Hier muss eben geguckt werden, dass die 6 Stunden weggezogen werden, weil dieser 12er Rechenlauf hat eben im Prinzip die 6 Stunden, die jetzt schon gefallen sind, von 14 Uhr an, schon mit drin. Ja, dementsprechend muss man das abziehen. So, wir schauen jetzt mal, was kommt oder was passiert jetzt noch bis zum Dienstag 14 Uhr. Wir haben weiterhin den Hotspot jetzt hier unten drinne Richtung Wien nachher, ne? Also wie gesagt, Niederösterreich, jetzt hier Hotspot und eben auch hier Richtung Sudeten nachher. Das Icon-EU-Modell, auch den Hotspot, ja, ich möchte es gar nicht mehr so groß kommentieren, ich möchte es jetzt einfach nur noch mal kurz durchlaufen lassen. Das GEM-Modell, ja, wie gesagt, also fehlen einem die Worte, was hier berechnet wird. Das Apache-Modell, ich lasse es einfach mal unkommentiert. Und auch die Dänen mit dem Harmony DMI haben ja auch, das ist natürlich feiner aufgelöst, ne, haben ja auch, wie gesagt, nochmal recht hohe Regensummen in diesen Bereichen drin und natürlich auch extreme Regenfälle jetzt nochmal hier in diesen Bereichen rund um Wien bis St. Pölten. Ich hatte es bereits erwähnt. Aber wie gesagt, Freunde, Sachsen wird auch nochmal ordentlich nass werden und vor allen Dingen auch jetzt hier Südostbayern natürlich, ne? Ja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Beobachtet weiterhin die Pegelstände. Ja, ich hatte es schon gesagt, ne? Ich wurde darauf hingewiesen. Kronneuburg. Kronneuburg, so rum, ja. Jetzt haben wir es. Die Wasserstandsprognose in Zentimetern der Donau hier, die geht hier bis teilweise an die 8 Meter ran, ne? Die Durchflussmengen, mal ein bisschen kleiner machen hier, vielleicht sieht man es noch besser. Ja, die Durchflussmengen, die gehen hier teilweise bis an die, man kann es jetzt hoffen, na, man sieht es nicht so richtig, leider Gottes. Ja, bis an die 10.000 Kubikmeter pro Sekunde, Freunde. Das sind Kräfte, die dort wirken. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, ach. Freunde, auch die Elbe, man muss es weiterhin beobachten. Ja, es ist in Bezug auf die ganzen Dinge, die in Tschechien passieren, eine Wundertüte, weil das nicht genau, die Elbe, die hat ein Einzugsgebiet von mehreren, also von über 50.000 Quadratkilometern dort. Wenn es überhaupt reicht, ne? Und wie gesagt, gerade hier Alarmstufe 4, die 6 Meter werden sehr wahrscheinlich dann am 16.09. überschritten. Aber was soll ich dazu sagen, Freunde? Beobachtet weiter die Hochwasserzentralen, auch in Österreich, die ganzen Geschichten. Man sieht, das ist auch sehr gut. Hier Richtung Tschechien wird es überall schon rot. Na, und das kommt eben von der Moldau her und von der oberen Elbe alles dann Richtung Sachsen, beziehungsweise flussaufwärts natürlich dann Richtung, flussabwärts natürlich Richtung Hamburg, meine ich, ne? Ja, Freunde, wie gesagt, vielen Dank für euer Vertrauen. Und ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich bedanke mich, wie gesagt, für euer Vertrauen. Bis später, wenn ihr möchtet. Schaut weiterhin auf die behördlichen Anweisungen. Und ansonsten verbleibe ich mit einem allerherzlichen Glück auf. Und ich hoffe, ich konnte euch mit den neuesten Informationen hier noch ein kleines bisschen weiter helfen. Macht's gut, kommt gut durch die Lage. Bis später und ciao.